So, Dalle, wir machen zwei Kämpfe und zwar einmal tun wir Buffern, also mit Archangel und jetzt wieder Booster und danach mit Nick Fury. Ganz vorweg, ich wurde einmal getroffen, ich erkläre euch, warum das so krass ist. Wir gehen jetzt gleich in den Kampf über und dann machen wir erstmal einen Pre-Kampf. Es ist sehr wichtig, dass man versteht, hier dürft ihr nur mit einer schweren Attacke kämpfen, nicht mehr und nicht weniger. Wenn ihr einer SK1 nicht ausweichen könnt, warum auch immer, Steuerungsprobleme, Evade, also Geschick funktioniert nicht, passiert oft. Im Forum wird darüber sehr diskutiert. Apple weniger betroffen, Android mehr, gerade die älteren Geräte von 5 Jahren, 6 Jahren und so weiter. Dann ist es nicht so schlimm. Wichtig ist, ihr seht, Archangel macht hier sehr viel Damage, über 4K pro Sekunde. Und hier hat es halt nicht geklappt. Darum gehen wir jetzt mit Nick Fury rein und machen den restlichen Kampf mit Nick Fury. Wie man sehen kann, natürlich hier immer halt schwere Attacken. Ganz, ganz wichtig. Nur mit schweren Attacken. Sonst aktiviert ihr alle ihre Buffs und das wollen wir nicht. Natürlich gibt es noch die Möglichkeit, mit der Hood das alles zu machen, durch Torkeln. Aber generell ist es hier meines Erachtens einfacher, mit dieser Blutrauschfunktion zu machen. Und hier hat das Ausweichen auch geklappt. Und dann noch einmal wieder eine schwere Attacke. Und wieder eine schwere Attacke. Und man sieht, Nick Fury macht auch schon ganz schön Damage, weil die halt eben auf diesen Node empfindlich ist gegen Blutrausch. Und damit war es auch der Kampf schon. Und wenn euch das Video gefallen hat und ihr auch geholfen habt, dann liken, abonnieren, weiterempfehlen, ganz, ganz wichtig, damit wir über 1000 User endlich mal schaffen. Und that's it. Bis zum nächsten Mal.